Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Rezept grüner Spargel mit Putenbrust in einer Zitronen-Sojasauce vorstellen. Super lecker, sehr frisch, so ein bisschen Fusion zwischen Asien und Deutschland. Also ein sehr frisches Rezept, sehr lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit, was wir benötigen. Wir brauchen grünen Spargel, außerdem ein bisschen Wasser, Zucker und Salz zum Blanchieren. Dann brauchen wir Putenbrust, die war hier schon in kleine Minutensteaks geschnitten, Chili, Knoblauch, eine Zitrone, außerdem zum Würzen nochmal Salz, ein bisschen Pfeffer, Sojasauce, später zum Garnieren außerdem Sesam und vielleicht zum Andicken ein bisschen Wasser und Maisstärke. Und das war's auch schon, dann kann ich loslegen. Vorbereitungen hier sind übersichtlich. Ich fange zunächst mal an mit dem grünen Spargel. Und da müsst ihr eigentlich nur die holzigen Enden abschneiden. Wenn es geht, natürlich so wenig wie möglich. Aber ihr müsst bis zu der Stelle kommen, wo der Spargel wirklich noch saftig ist. Ne, ihr seht das, wenn ihr ihn anschneidet und dann ein bisschen guckt, ein bisschen drückt, dann tritt er auch schon Flüssigkeit aus, da tritt schon Wasser aus. Also bis dahin müsstet ihr die holzigen Enden entfernen. Denn grünen Spargel müsst ihr ja nicht schälen. Den können wir ja so verwenden. Und wenn wir die Enden abgeschnitten haben, dann kommt als nächster Schritt hier beim Spargel so etwas asiatisch, das schräge Schneiden des Spargels sieht optisch ein bisschen gefälliger aus. Und das machen wir auch mit dem gesamten Spargel. Ne, ihr seht dann, das wären dann solche Stücke. Ich will es später mit Stäbchen essen, also nicht ganz so klein, aber natürlich könnt ihr auch eine Gabel nehmen und Messer, wie ihr mögt. Das ist so meine Größe. Ja, das mache ich jetzt mit dem gesamten Spargel so. Und wenn wir den Spargel so verarbeitet haben, dann können wir den erstmal beiseite stellen und machen mit den anderen Gemüsen und den Vorbereitungen weiter. Nächster Schritt, Knoblauch pellen und kleinhacken. Das geht schnell. Ja, auch das hier könntet ihr mit einer Knoblauchpresse machen, wenn ihr das lieber mögt. Ich fand jetzt hier das Hacken etwas schöner, damit ich hinterher auch wirklich so ein bisschen Knoblauch noch sehe. Später in dem Spargel mit der Pute. Aber wie ihr es mögt, es geht beides. Am Geschmack ändert das wie immer bei Knoblauch in der Regel nichts. Und wenn wir den Knoblauch fertig gehackt haben, dann geht es als nächstes an die Chilischote. Und hier schneide ich eben nur oben das Ende ab. Mehr mache ich damit gar nicht. Und dann fange ich an und schneide die Chilischote zunächst mal in Streifen und dann in kleine Würfel. Auch hier, ihr kennt das schon von mir, ich mag es scharf. Ich nehme die Kerne nicht raus in die Plazenta, das weiße Innere. Aber wenn ihr es nicht so scharf mögt, dann müsst ihr die Kerne rausnehmen und das weiße rausschaben. Da sitzt die Schärfe. Wie gesagt, ich mache es nicht und hacke jetzt meine Chili klein. Und wenn ich die Chili verarbeitet habe, kommt als nächstes die Frühlingszwiebel. Die brauchen wir später nur zum Garnieren. Die wird nicht mitgebraten. Die Frühlingszwiebel hier vorher sorgfältig waschen. Da ist manchmal oben noch Sand drin, dass nachher ihr oder eure Gäste nicht mit den Zähnen knirscht. Also die Frühlingszwiebel hier einmal quer längs schneiden, einmal längs schneiden und dann in kleine Röllchen hacken. Und mehr müssen wir mit der Frühlingszwiebel auch gar nicht machen. Wenn wir damit durch sind und die Frühlingszwiebel verarbeitet haben, auch die dann wegstellen. Die brauchen wir im Moment jedenfalls noch nicht. Ja, letzter Schritt, Zitrone. Die brauchen wir nachher zum Garnieren und für den Saft. Also eine Hälfte weglegen und die zweite Hälfte hier dann nochmal so in kleine halbe Scheiben schneiden. Die brauchen wir später dann zum Garnieren. Und mehr machen wir mit der Zitrone auch jetzt im Moment gar nicht. Und wenn wir damit fertig sind, dann haben wir auch die Vorbereitungshandlung hier komplett abgeschlossen. Ach nein, noch nicht ganz. Wir haben ja immer noch die Pute. Die war bei mir jetzt hier schon so in so Minutensteaks geschnitten. Und die schneide ich jetzt auch nochmal in mundgerechte Stücke. Wie gesagt, ich jetzt jedenfalls mit Stäbchen später. Aber auch da ist es egal, Stäbchen oder Gabel, also mundgerecht. Ja. Das sieht dann so aus hier bei mir, die Größe. Ich glaube, das ist dann auch genau richtig. Und wenn wir das jetzt erledigt haben, dann haben wir tatsächlich die Vorbereitung erledigt. Dann geht es an den Spargel und ich blanchiere den jetzt vorher. Ich gebe also jetzt hier diesen halben Liter Wasser in meinen Wok. Ich mache das mit dem Wok gleich und gebe ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz dazu. Das hebt für den Spargelgeschmack sehr schön. Also hier jetzt erstmal noch Salz dazu in das kochende Wasser und Zucker. Das verrühren wir dann so ein bisschen. Und wenn sich beides aufgelöst hat, dann gebe ich anschließend, wie ich es ein bisschen gerührt habe, hier meinen Spargel in das Wasser.
Und den Spargel wollen wir jetzt nicht kochen, sondern der soll wirklich nur so anblanchiert werden. So 3 Minuten habe ich jetzt hier gemacht. Mehr brauchen wir gar nicht. Ihr könnt den Spargel auch ungekocht verwenden. Ich habe beides ausprobiert. Ich finde das hier schöner. Ich finde es ein bisschen gefälliger. Er ist doch ein bisschen angenehmer im Mund. Also ich koche ihn vor, hier so 3 Minuten wirklich schnell. Mehr machen wir nicht. Und dann nehme ich ihn auch schon wieder raus. Und ihr braucht ihn auch nicht in Eiswasser zu legen oder dergleichen. Das ist alles unnötig hier. Na, einfach den Spargel wieder rausfischen hier mit so einer Lochkelle. Und dann können wir den Spargel erstmal beiseite stellen, damit sind wir fertig. Topf einmal leer machen, den Wok hier einmal leer machen und dann machen wir mit dem Wok weiter. Olivenöl in den Wok und Butter dazu. Ich habe jetzt hier so ein bisschen viel Butter gehabt, ich habe es im Rezept schon reduziert, also ganz so viel müsst ihr nicht nehmen. Es ist okay, aber es war ein bisschen viel, ein bisschen reichlich. Wir stellen runter, damit Butter und Olivenöl hier nicht zu heiß werden, damit die Butter nicht braun wird oder hier qualmt, das ist natürlich nicht gewollt. Also ein bisschen die Temperatur runternehmen, so 3/4. Und dann braten wir unsere Putenbrust hier in dieser Olivenöl-Buttermischung an. Es gibt schon einen wundervollen Geruch, das passt wirklich gut. Das riecht ganz lecker schon. Und das dauert vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, wie hoch eure Temperatur ist, wie gut euer Herd ist, euer Topf. Ich habe so 10, 15 Minuten gebraucht. Man muss ein bisschen aufpassen, nicht so lange, die Pute wird sonst trocken. Ihr seht hier die Temperatur wieder etwas runterstellen, die sieht dann so aus. Länger auf keinen Fall, sonst habt ihr wirklich zu trockenes Fleisch. Und jetzt gebe ich Knoblauch dazu und Chili. Und Knoblauch und Chili wirklich nur ganz kurz mit anbraten. Die sollen nur das Aroma entwickeln, vor allem Knoblauch, damit er nicht bitter wird. Nur einmal hier schwenken, ein bisschen Pfannen rühren, wenn ihr einen Wok nehmt wie ich. Und dann mischen wir das Ganze. Und dann kommt jetzt die Sojasauce dazu. Auch die Temperatur hier etwas runterhalten, damit das nicht bitter wird. Schön mischen. Ihr seht, das Fleisch nimmt schon schön Farbe an. Der Geruch ist jetzt schon richtig toll. Die Sojasauce zusammen mit dem Knoblauch und dem Chili. Sehr, sehr lecker. Na, so sieht das dann aus. Und jetzt geht es hier auch gleich zügig weiter. Also nicht lange warten. Und als nächsten Schritt hier bei mir kommt jetzt schon wieder der Spargel zu. Den müsst ihr auch nicht abtropfen lassen. Das bisschen Wasser, was da noch drin ist, völlig okay. Das ist gut. Das macht gar nichts. Schön mischen. Spargel wird ja jetzt nur noch mal erhitzt. Der ist ja im Prinzip fertig. Den kann man ja so schon essen. Der soll jetzt nur heiß werden. Mehr machen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt gebe ich noch mal Salz dazu, weil Spargel doch schon ein bisschen Salz verträgt. Und Pfeffer. Also auch noch mal ruhig für den Geschmack. Wie gesagt, wenn ihr es nicht scharf mögt, halbiert ihr alles oder lasst hier den Pfeffer weg. Das geht sicherlich auch. Ja, dann sind wir auch schon fast fertig. So lange brauchen wir gar nicht mehr. Jetzt kommt noch mal als Kick der Zitronensaft dazu. Und das ist wirklich eine schöne Ergänzung, das passt ganz wunderbar. Der Zitronensaft zusammen mit der Sojasauce und den Gewürzen gibt so einen richtig frischen Geschmack nochmal in dieses Gericht, in den Spargel mit der Putenbrust. Und durch die Chili haben wir auch eine ganz schöne Schärfe. Damit das Ganze jetzt so ein bisschen glänzt und wir so ein bisschen Bindung haben, gebe ich ein ganz wenig Wasser mit Maisstärke dazu. Bitte vorher Maisstärke mit Wasser verrühren, das klumpt sonst. Also erstmal verrühren und dann so ein Hauch. Ne? Testet es aus, einmal ganz kurz nochmal heiß werden lassen, damit das Ganze jetzt hier benetzt wird und dann sind wir auch schon fertig und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, es riecht ganz wunderbar. Auch die Konsistenz ist wirklich gut geworden. Der Spargel mit der Pute hier und den Gewürzen der Chili glänzt so ein bisschen, soll es ja auch sein, so ein ganz bisschen gebunden. Und verbreitet wirklich einen wunderbaren Geruch. Schon so leicht asiatisch, aber wirklich lecker. Ich gebe jetzt nur noch so ein paar Sesamkörner oben drüber zur Deko. Passt aber auch geschmacklich wirklich gut. Und auch zur Deko eben nochmal so ein bisschen Frühlingszwiebel, die wir vorher geschnitten haben. Mehr brauchen wir eigentlich nicht zu machen. Die gibt auch nachher so einen kleinen frischen Kick, wenn man das im Mund hat. Und als allerletztes, wenn wir hier die Frühlingszwiebeln drüber gegeben haben, gebe ich jetzt noch auf jeden Teller hier so 3 kleine Stücken Zitronenscheiben. Und dann sind wir auch hier mit der Vorbereitung unseres grünen Spargels mit Putenbrust in Zitronen-Sojasauce schon fertig. Und ihr seht, das ist wirklich ein tolles Gericht. Das ist ein relativ schnelles Gericht. Es ist frisch, es ist low carb. Wir haben fast keine Kohlenhydrate dran, also nur Spargel und Pute. Geht also relativ schnell und ist wirklich ein sehr frisches und ein sehr leckeres Rezept. Also ich denke, mein grüner Spargel mit Putenbrust in Zitronen-Sojasauce hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.